Oh, ich muss noch mal einen essen, obwohl, boah, die eine reicht schon. Ja, hallo meine Popcorn-Fans und herzlich willkommen zu einem neuen Testvideo mit einem Popcorn-Produkt. Und zwar habe ich hier einmal für euch im Test die neuen Schogetten Popcorn. Das ist eine Alpenmilchschokolade mit einer Milchcreme-Füllung und mit geröstetem Mais und Popcornstückchen. Ich bin jetzt nicht der allergrößte Popcorn-Freund, sage ich ganz ehrlich. Aber ich glaube, es gab auch schon mal eine so eine Edition. Ich glaube, es gab auch schon mal die Schogetten Perfect Match mit Popcorn. Kann auch sein, dass da noch irgendein anderer Geschmack mit bei war. Ich bin nicht der allergrößte Popcorn-Freund, aber wie gesagt, ich habe sie jetzt trotzdem mal mitgenommen für euch zum Probieren und ich bin gespannt. So, wie gesagt, eine ganz normale Alpenmilch-Vollmilchschokolade. Ja, es ist eine Milchcreme. Oh, Leute. Das schmeckt richtig intensiv nach Popcorn. Oh. Was erfinden die noch alles? Das schmeckt, das ist richtig crunchy von innen. Das schmeckt wie so eine Vollmilchschokolade und als hätte man innen drin die Füllung, als hätte man da einfach nur gemahlenes Popcorn reingetan. Oh, ich muss nochmal einen essen, obwohl, boah, die eine reicht schon. Popcorn-Aroma ist richtig intensiv. Oh nee, Leute. Was ist denn los mit dir? Als würde man gerade so eine im Kino einfach so eine Tüte Popcorn essen. Das ist richtig, naja, geil kann ich jetzt nicht sagen, weil ich bin ja jetzt nicht so der Popcorn-Freund. Aber hier kriegt ihr richtig geilen Popcorn-Geschmack. Also wenn ihr wirklich schon mal gesagt habt, ihr habt mal Schokolade gegessen mit Popcorn-Geschmack und da war euch das einfach zu wenig, hier habt ihr richtigen Popcorn-Geschmack. Wie gesagt, mein Geschmack trifft es nicht ganz. Ich würde dir aber 8 Punkte geben, weil es wirklich nach dem schmeckt, was draufsteht. Ich finde das Popcorn-Aroma schon fast ein bisschen zu stark. Wie gesagt, innen drin ist noch gerösteter Mais. Also wer das nicht verträgt, ist nicht gut, sollte das weglassen. Ich habe sie bei Kaufland entdeckt und auch bei Heide. Als ich in Heide einkaufen war, gab es die auch beim Marktkauf sogar im Angebot irgendwie für 69 Cent. Kann man gerne machen und für Popcorn-Freunde wird es auf jeden Fall die richtige Sorte sein.